und herzlich willkommen zur 8. Lektion in unserem Anfängerkurs für das einhändige Seitschwert nach Giovanni Dalla Rocchia. Wir haben jetzt eine ganze Menge Angriffe gelernt und auch gelernt, wie wir zwischen diesen Positionen und diesen Angriffen schreiten. Heute wollen wir wieder eine Anwendung lernen, denn wir kennen bisher ja, wie wir beispielsweise den Gegner ausweichen und dann gegen anzugreifen. Wir wissen, wie wir ihn parieren, um dann gegen anzugreifen. Und wir wissen, wie wir in bestimmten Momenten, beispielsweise wenn er das Schwert hebt, direkt reinstoßen können, um selber die Initiative zu übernehmen. Heute soll es um eine alternative Art der Verteidigung gehen, und zwar das Ausweichen zusammen mit dem Ablenken. Und das ist für die Bologneser Fechtkunst ein sehr typisches Merkmal, dass der gegnerische Angriff beispielsweise mit einem Falso abgelenkt wird. Was heißt das? Nun ja, wenn der Angriff von rechts kommt, also von eurem Rechts, ihr schlagt ein Mandrito, für mich kommt er jetzt von links, dann kann ich natürlich diesen Angriff mit einem eigenen Mandrito abwehren und so parieren. Also meine wahre Schneide gegen die gegnerische wahre Schneide setzen und dann durch das Nutzen meiner Stärke, also dem hinteren Teil meines Schwertes, den Hebel ausnutzen, um mehr Kraft so in dieser Bindung zu haben, um dann beispielsweise einen Stich, hier ein Punta Reversa, als Konter zu setzen. Ich kann natürlich auch nach hinten ausweichen, aber dann muss ich ja selber wieder Distanz zurücklegen, um gegen anzugreifen. Und das gibt meinem Gegner Zeit, um seine eigene Parade und Riposte wieder zu formen. Eine Alternative ist es eben nicht nach hinten auszuweichen, sondern im Prinzip unter diesem Schwert halt drunter durchzutauchen. Also gerade wenn der Schlag beispielsweise sehr steil von oben kommt, also ein Fendente zu euch geschlagen wird, oder aber eher ein Tondo zu euch geschlagen wird, der auch sehr hoch ist, dann kann das ja leichter sein, durch eine kleine Seitwärts- oder eine kleine Bewegung nach unten, also beim Fendente eher eine Seitwärtsbewegung, beim Tondo eher eine Bewegung nach unten, diesen Schlag auszuweichen, ohne dabei nach hinten zu gehen. Also wir gehen im Prinzip in die Richtung, aus der der gegnerische Schlag kommt. Und da wir uns aber nicht nur auf unsere eigene Fußarbeit und das Ausweichen verlassen wollen, nehmen wir das Schwert dazu, um uns zu unterstützen. Und zwar stellen wir uns vor, der Schlag kommt eben hier für uns von links, also der Gegner schlägt ein Mandrito und wir stehen selbst in Porta di Ferrolaga. Wenn der Schlag von hier kommt, kann ich mit schön gestreckten Armen, wir wollen ja die maximale Reichweite unseres eigenen Schwertes ausnutzen, quasi hinter den gegnerischen Schlag gehen, er kommt von hier, ich gehe hinter den gegnerischen Schlag und leite es so ein bisschen um, dass es so einen leichten Stups noch weiter in diese Richtung kriegt. Und automatisch, und ein bisschen nach oben und so ein bisschen für mich nach rechts wird das Schwert geschubst, sodass es dann an mir vorbeigeht. Also was ich mache, ist im Prinzip ausweichen, und hier schön mein Schwert heben und im Prinzip meinen Körper jetzt hinter meinem Schwert verstecken. Das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur das macht, und das schreibt Giovanni Dalla Rocchia selbst, wenn man nicht schnell genug im Körper und im Arm ist, dann läuft man die Gefahr, sich das gegnerische Schwert selbst ins Gesicht zu ziehen und trotzdem getroffen zu werden. Also wir müssen hier die Verbindung machen zwischen Körperbewegung und Armbewegung. Und wie gesagt, wichtig ist, dass ihr hier wirklich die ganze Länge eures Armes und Schwertes ausnutzt. Und tendenziell trifft man jetzt das gegnerische Schwert mit der eigenen Schwäche im Vergleich zur Parade, wo wir mit der Stärke treffen. Aber wir versuchen es ja auch gar nicht aufzuhalten, sondern wir geben ihm einfach einen zusätzlichen Schuss. Und von hier aus gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir können beispielsweise selber auf der gleichen Linie zurückschlagen. Also ich mache einen Falso Manco und schlage dann einen Mandrito und weiche aus. Oder, wie wir es schon eigentlich oft gelernt haben, so ein Schleifenschlag ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Das gegnerische Schwert ist jetzt hier drüben. Ich weiche aus, lenke es nach da ab und schlage jetzt einen Roverso.
Und was Giovanni della Rocchia beschreibt als ideale Möglichkeit dieser Anwendung des Falzos zum Ablenken ist, immer ein Falzo mit einem Tramazzone zu verbinden, da man dort die Abwehr und den Gegenangriff im Prinzip fast in einem Tempo vollzieht. Und dazu schreibt er, okay, im Prinzip schon fast im Tempo des Falzos dreht man schon fast auf die wahre Schneide. Also ich ziehe das hier zwar hoch, aber automatisch geht das hier im Prinzip fast schon in Richtung Ridoppio. Also fast bei Giovanni della Rocchia schon so eine Zwischenversion. Und deswegen werden wir die auch gleich nochmal extra trainieren in der Übung. Und dann kommt der Tramazzone als Gegenangriff. Von der anderen Seite geht das natürlich auch. Kommt der gegnerische Schlag von hier, schlage ich selbst einen Falzo Dritto, Falzo Dritto, und weiche selber hier nach rechts aus. Genauso muss ich wieder meinen Körper hinter mein Schwert bringen, weil wenn ich hier nur den Schwertarm hebe, kann es natürlich sein, dass ich immer noch hier genau in der Linie des Schwertes stehe. Ich möchte also meinen Körper auch rausbringen. Es ist also immer eine Schwert- und eine Körperbewegung. Und nach dem Falzo kommt nach Giovanni della Rocchia eben ein Tramazzone. Und auch hier sagt er, man muss wie gesagt schnell sein, man dreht schon das Schwert hierbei so weit, dass man fast, er sagt fast mit der wahren Schneide erwischt. Also es geht fast so ein bisschen in die Richtung von einem Ridoppio. Und natürlich könnt ihr das mit dem Ridoppio auch von Anfang an machen. Stellt euch vor, ihr seid in einer anderen Position, die wir bisher noch nicht hatten. Nämlich, wir kennen ja Guardia di Sopra il Braccio, also die Position mit dem Schwert über dem linken Arm. Es gibt auch die Position Guardia di Sotto il Braccio. Das ist die Position des Schwertes unter dem linken Arm. Und im Prinzip zeigt hier das Schwert auch wieder nach hinten und ist eine schöne Ausgangsposition, um ein Reverso Ridoppio zu schaffen. Doch hier können wir mit diesem ausweichen und alles andere bleibt eigentlich gleich. Eine analoge Position gibt es natürlich auch auf unserer rechten Seite. Und hier wissen wir, alles was rechts von unserer Seite ist, ist eigentlich diese Coda Longa Position, also Stretta und Lager, oder mit dem linken Fuß vorne war es hier Alter. Und jetzt gibt es hier hinten natürlich auch noch eine Position, das ist auch Coda Longa, eine der eher selten genutzten Varianten davon. Und das ist Coda Longa Distesa. Und die gibt es sowohl auch, genau wie Lager, gibt es diese mit dem rechten Fuß vorne, als auch mit dem linken Fuß vorne. Und von hier aus können wir natürlich auch ein Mandritto Ridoppio schlagen, um dann gegen anzugreifen. Entweder mit einem Stich, also ein Punta Reversa, oder wie Giovanni della Rocchia beschreibt, mit einem Dritto Tramazzone. Also einmal kurz alles zusammengefasst. Wir kennen zwei neue Positionen. Guardia di Sotto il Braccio, also die Position unter dem Arm, sowohl mit rechts als auch mit links vorne. Auf der anderen Seite quasi gespiegelt ist Coda Longa Distesa, heißt genauso, ob das rechte oder das linke Bein vorne ist. Und wir wissen jetzt, dass wir nicht nur parieren kontern, ausweichen kontern können, sondern wir können im Prinzip Schwert- und Fußaktion zusammen verbinden, um entweder mit einem Falzo oder einem Ridoppio den gegnerischen Schlag abzulenken und dann in die Lücke zu kontern. Und dabei ist es eben wichtig, dass der Arm gestreckt ist und der Körper hinter dem Schwert ist. Okay, hier hinter dem Schwert oder von hier so hinter dem Schwert, sodass wir uns das gegnerische Schwert nicht selbst ins Gesicht ziehen. Gut, das ist eine ganze Menge zu üben und dann sehe ich euch gleich wieder. So, schön, kommen wir zur Übung. Ganz kurz eigentlich nur zum Aufwärmen, machen wir einmal nochmal den Steifenschlag. Und zwar aus Porta di Ferro Larga schlagen wir einen Falzo Manco und einen Reverso in Coda Longa Larga
und von hier aus ein Falso Dritto und Mandrito. Das war, was wir bisher schon sehr oft gemacht haben. Und auch hier können wir natürlich schon alleine durch unsere Hüfte, können wir uns hinter unser Schwert bringen, indem wir unsere Hand die ganze Zeit vor unserer Brust lassen, sind wir auch automatisch sicher. Ne? Im Vergleich dazu, wenn jetzt die Hand quasi meine Brust überkreuzt und ich merke, ja, hier ist auf jeden Fall immer noch offen, im Vergleich zu hier, oh, wenn das gegnerische Schwert jetzt wirklich hier ist, bin ich auf jeden Fall in Sicherheit. Okay? Nicht in Sicherheit, ist diese Linie nicht gedeckt. Bin ich in Sicherheit, diese Linie ist gedeckt. Genauso auf der anderen Seite, nicht gedeckt, gedeckt. Ja? Also die Körperdrehung macht hier einen ganz wesentlichen Anteil aus. Okay, so, das kann man natürlich auch mit Schritten machen. Und dann kann ich, wenn ich beispielsweise einen Falso Dritto schlage, mit dem linken Fuß nach rechts gehen, um dann mit einem Mandrito zu folgen. Und da wir es idealerweise gleich wie Giovanni della Gocchia vorschlägt machen wollen, schlagen wir nicht nur einen Mandrito, sondern gleich einen Dritto Tramazzone. Also Falso Dritto, Schritt mit dem linken Fuß und Dritto Tramazzone. Und ihr seht schon, da habt ihr auch Gelegenheit, gleich noch ein bisschen Distanz auf den Gegner gut zu machen. Ihr habt ja abgewehrt, er geht vielleicht zurück und ihr könnt hinterher. Linker Fuß auf dem Falso und jetzt habt ihr hier die Gelegenheit, auf verschiedene halbe Schritte noch in diesen Tramazzone einzukommen. Okay. Von der anderen Seite ist das Ganze natürlich genauso möglich. Da wird eure Riposte allerdings wahrscheinlich eher auf den gegnerischen Schwertarm ausgerichtet sein. Ja, das ist ja dieser rechte Arm des Gegners. Und hier ist natürlich genauso, ihr dreht euch ein. Der linke Fuß geht jetzt nach links. Und hier könnt ihr entweder zurückweichen mit dem rechten Fuß. Und Distanz auf den Gegner gut machen oder ihr verringert die Distanz und dann müsst ihr einfach nur hier genauso nach vorne gehen. Das sind immer die Möglichkeiten. Ja, natürlich könnt ihr auch hier könnt ihr den rechten Fuß nach hinten nehmen. Ich muss nur ein bisschen mit dem Platz aufpassen. Und auf der Reverso-Seite genauso Falso und nach hinten. Oder Falso und Reverso Tramazzone nach vorne. Beides ist möglich. Und natürlich geht das auch mit dem linken Fuß vorne. Probiert euch da selbst einfach mal aus. So, idealerweise wollen wir ja für diesen Schlag hier noch ein gewisses Setup machen. Ne? Also an sich, klar, diese Positionen, ne, sind ja an sich auch schon eine Einladung. Ja, wenn ich hier bin, lade ich irgendwie was ein. Aber wenn ich mich einfach nur so meinem Gegner nähe, ist es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, muss man genauer sagen, dass der Gegner mich jetzt tatsächlich angreift, weil er weiß, ich habe da was im Schilde. Wie ist es besser? Naja, wir können ihm ja bewusst ein kleines Tempo geben, um dann auszunutzen, wie er sich bewegt. Sagen wir, der Gegner steht beispielsweise schon mit dem Schwert irgendwie auf seiner rechten Schulter oder hier ausgeholt wie zu einem Mandrito oder in einer Position, vielleicht eher ein Cola Longa Stretta. Und wir überlegen uns, okay, was wird er jetzt machen? Naja, wir könnten ihm ja schon mal ein kleines Tempo geben, indem wir einfach selber ein Mandrito als Colpo Intero schlagen und dann abwarten kurz, was er macht. Ne? Und vielleicht schlägt er dann diesen Mandrito. Also es ist ein Mandrito, Falso und Reverso Tramazzone. Mandrito, gucken, ob was kommt. Falso, Reverso, Tramazzone. Oder auf der anderen Seite, vielleicht hat der Gegner
seine Position gerade in Guardia di Sopra di Braccio, schlägt also von links, ne? Der Schlag kommt eher für mich von da. Naja, dann vielleicht kann ich ihn ja dazu überreden, diesen Schlag auch zu machen, indem ich selber einen Roverso als Colpo Intero schlage. Ich bin hier offen und jetzt zack. Ne? Rechne ich, kann ich mit diesem Angriff rechnen und ihn weiter ablenken und gegen angreifen. Also diese Aktion Roverso in Coda Longa Larga und dann Falso und Dritto Tramazzone. Gut, wir wollen uns diese Sache mit der Warenschneider aber auch noch angucken. Ne? Wie gesagt, Giovanni Dalla Gocchia beschreibt ja, man dreht hier schon fast auf die Warenschneide. Dazu wollen wir uns mal angucken, wie es dann theoretisch mit der Warenschneide geht. Und dazu starten wir einfach mal in Guardia di Sotto di Braccio. Also mit dem Schwert unter dem linken Arm, als hättet ihr das vielleicht gerade sogar weggesteckt. Oder ihr versucht es nur vielleicht hinter einem Schild oder einer Hand oder Mantel vor dem Gegner zu verbergen. Naja, auch aus dieser Position kann natürlich so ein Ableiten geschehen. Dann einfach mit einem Roverso di Doppio. Das ist das Erste, was wir machen. Schlagen einen Roverso di Doppio. Und von hier aus könnte man natürlich wieder Tramazzone machen. Aber weil es sich hier halt so schön anbietet, stechen wir jetzt hier einen Imbroccata. Okay? Wir schlagen das Schwert dahin. Wir stechen den Imbroccata. Und weil das Schwert ja noch da ist, sollten wir auch unser eigenes Schwert hier lassen. Außer es war da drum, dann nehmen wir es natürlich auf die andere Seite. Also wir sind hier, der gegnerische Schlag kommt. Ne? Wir können genauso mit einem Mandrito provozieren, den ziehen wir nur noch weiter durch. Schlagen unseren Roverso, Ridoppio und stechen den Imbroccata. Also nochmal alles komplett. Mandrito, die Öffnung quasi, der Schlag kommt von hier. Zack, Gegenstich und Abwehr. Gleiche geht von der anderen Seite. Gegner hat das Schwert vielleicht schon da. Ich provoziere. Schwert kommt von hier. Weiche aus und leite um. Das Schwert wirklich schön immer wenigstens bis auf eure Kopfhöhe heben. Wie gesagt, nur mit dem Platz hier aufpassen. Zack. Und jetzt könnt ihr einen Punta Reversa stechen. Oder natürlich, ihr könnt natürlich hier die Tramazzoni schlagen. Gar kein Problem. Macht, was sich hier für euch am wichtigsten, am richtigsten, was sich für euch richtig anfühlt. Gut, das sind also unsere Varianten. Und jetzt zum Schluss möchte ich, dass wir das alles nochmal zusammenbringen in einen interaktiven Drill. Und zwar gebe ich euch Mandritti und Roversi. Einige werden eher auf eure Körpermitte ausgerichtet sein. Und das sind Schläge, die ihr generell eher parieren solltet. Weil man den, naja, vielleicht durch Fußarbeit nach hinten ganz gut ausweichen kann. Aber wenn ihr im Moment gerade daran arbeitet, im Prinzip nicht nach hinten auszuweichen, um die Distanz zu halten und besser gegenangreifen zu können, dann solltet ihr diese Schläge wohl parieren. Und dann pariert ihr sie beispielsweise den Mandrito mit einem Mandrito und könnt gegenstechen. Wenn ich aber eher hochschlage, also ich werde ein paar hohe Tondi werfen und auch ein paar Fendenti, die quasi hier drüber gehen, also zum Vergleich, das hier vielleicht eher zu eurer Körpermitte, ich hoffe, das wirkt auf der Kamera, ein Fendente, der also fast schon über euch rüber geht, sieht vielleicht eher so aus. Und dann versucht ihr diesen Fendenti dann auszuweichen. Und zwar entweder mit dem ihr drunter ausweicht und einen Falso macht oder indem ihr drunter ausweicht und einen Ridoppio macht. Und eure Position am Anfang könnt ihr einfach frei wechseln zwischen den Lagerposition und Guardia di Sotto il Braccio oder auch Coda Longa Distesa. Okay? Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Ich werde mich wieder ein bisschen bewegen und ihr könntet das mir am besten gleich tun. Gehe ich nach vorne, geht ihr so ein bisschen nach hinten. Schaut einfach, wie ihr Platz habt. Und dann kommt jetzt entspannt der erste Schlag. Ich hoffe, man kann sehen, dass man unter dem ausweichen konnte. Unter dem hier.
der schon fast eher zu den Beinen ging. Von daher. Angriffe zur Körpermitte oder nach unten eher parieren. Angriffe nach oben versuchen eher vielleicht auszuweichen, wenn es wie hier eine ganz gute Möglichkeit gibt. Vergessen wir nicht das Lächeln. Die Sache soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und dann ziehen wir noch einmal kurz das Tempo an. Zu den Beinen zum Abschluss. Gut, also ich hoffe, ihr konntet eine ganze Menge mitnehmen. Idealerweise macht ihr diese Übung natürlich auch mit einem Partner, wenn euch das möglich ist. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, euch nächste Woche dann wiederzusehen. Vielen Dank.